Heute schauen wir uns den Slushmug mal ein wenig genauer an. Dieses Gadget ist dazu da, um sich zu Hause ganz einfach eigenes Slush-Eis zu machen. Insgesamt besteht das Gadget aus zwei verschiedenen Teilen. Einmal aus dem Behälter, in den das Slush-Eis zubereitet und später auch gegessen wird, und der dazu passenden Halterung. Die Halterung dient außerdem als kleinen Becher. Möchte man nun ein Slush-Eis zubereiten, so steckt man die beiden Teile ganz einfach zusammen. Nachdem der Slushmug ca. 5 Stunden in der Gefriertruhe verbracht hat, ist der innere Rand, der übrigens mit Kühlflüssigkeit gefüllt ist, gefroren und nun bereit zum Slush-Eis herstellen. Dazu füllt man einen beliebigen Saft in das Gadget ein. Nachdem der Saft eingefüllt ist, kann das Slush-Eis machen auch schon beginnen. Alle 5 Minuten sollte man das Gadget überprüfen und den Slush von den Wänden abkratzen. Schon nach ca. 5 Minuten haben sich die ersten Eiskristalle an den Wänden gebildet. Diese soll man nun in regelmäßigen Zeitabständen abkratzen und in dem Getränk schwimmen lassen. Und so sieht das Getränk nach den ersten 15 Minuten aus. Es haben sich wirklich schon erste kleine Slush-Eisbrötchen gebildet. Und nach 20 Minuten hat sich tatsächlich der ganze Saft in Slush-Eis verwandelt. Und jetzt zum Fazit. Der Slushmug, er macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Er produziert innerhalb von 20 Minuten ein leckeres Slush-Eis. Aber wer nicht immer Zeit hat, 20 Minuten auf sein Slush zu warten, der sollte dann doch lieber zum Kiosk um die Ecke gehen.